Moin, ich bin Jerome und ein Jahr Hochschulpolitik sind nicht genug. Ich möchte weiterkämpfen. Deshalb an den Gremiwahlen links wählen. Hi, ich bin Janik und ich studiere Jura. Ich bin bereits seit einigen Jahren für euch in der HOPO aktiv, im AStA, im Stupa, im Senat und so weiter. Und ich will mich auch dieses Jahr wieder über eure Stimmen im Studierendenparlament, in der Akademischen Senat und in den Fakultätsrat freuen. Ich möchte mich für eine demokratische Studierendenschaft einsetzen, die sich dem Rechtsdruck der Gesellschaft entgegenstellt und für eine kulturelle Ausfinanzierung der Studierendenschaft. Außerdem möchte ich mich im Akademischen Senat gegen dieses kaputtsparende der Universität einsetzen, damit die Universität Greifswald weiterhin ein attraktiver Ort für Studierende aus Deutschland und aller Welt bleibt. Deswegen würde ich und würden sich die anderen Kandidierenden der Solidarischen Universität und der Jusos über eure Stimmen bei den Gremienwahlen freuen. Hallo, ich heiße Max, bin 23 Jahre alt und komme aus Berlin und studiere Regionalentwicklung im Master. Und ich würde mich in der nächsten Legislatur gerne dafür einsetzen, die Interessen der Studierendenschaft bestmöglich im Studierendenparlament zu vertreten. Dankeschön. Moin, ich bin Lennart von den Campus Grünen. Ich bin seit 4 Jahren hier in Greifswald und studiere Politikwissenschaft und Geschichte. In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit Musik, Politik und mit meinen Katzen. Wenn ihr eine grüne Stimme für Digitalisierung, Umweltschutz, Vereine und so weiter haben wollt im Stupa, wählt mich am 7. Januar. Ich freue mich. Moin, mein Name ist Niklas Lehnert. Ich studiere Politikwissenschaft und Geschichte. Ich war schon in der letzten Legislatur im Stupa und möchte meine Arbeit, die ich da bis jetzt gemacht habe, gern weiterführen und mich für eine solidarische, inklusive und sozial gerechte Universität einsetzen. Moin, mein Name ist Jan. Ich war bereits in der letzten Legislatur im Stupa und im Präsidium und würde mich gerne weiterhin in der nächsten Legislatur für eine Hochschulpolitik einsetzen, die sich nicht mehr um sich selbst dreht, sondern sich endlich mal um die Belange der Studierenden kümmert. Moin, ich bin Sandra, ich sitze derzeit im Stupa und engagiere mich im FSR Geschichte. Das möchte ich auch gerne weitermachen. Des Weiteren trete ich für den Fakultätsrat und den Senat an. Seit ich in der Hochschulpolitik aktiv bin, sehe ich mich Anfeindungen ausgesetzt. Aber ich möchte weitermachen, trotz und wegen alledem, für eine progressive Universität. Hi, ich bin Bennett und ich kämpfe für eine praxisorientierte Lehramtsausbildung sowie eine solidarische und nachhaltige Universität. Ich wünsche mir aber vor allem, dass ihr zur Wahl geht, denn Wahlbeteiligung ist das Wichtigste in einer Demokratie. Live long and prosper. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.